Kennen Sie die Szene bei Crocodile Dundee, wo er in der U-Bahn von einem Ganoven überfallen wird? Der zückt ein Messer. Crocodile Dundee schaut ihn an und sagt: Das ist kein Messer. Zückt sein eigenes, so groß, und sagt: Das ist ein Messer. Und der Ganove läuft davon. Nun, in diesem Sinne, das ist ein Bourbon. Das ist der Booker's von Jim Beam. Das ist ein ganz spezieller Bourbon, der in Batches produziert wird, früher mal relativ einfach bei uns zu kriegen war. Jetzt ist es nicht mehr so, jetzt muss man sich schon ein bisschen umschauen. Seine Mashbill ist ganz interessant, 77% Mais, 13% Roggen und 10% gemälzte Gerste. Das heißt, der ist eher auf der süßen Seite, wenn man ihn dann trinkt, aber er kommt in einer fantastischen Stärke daher. Er ist meistens über 60%, weit über 60%, vergleichbar ungefähr mit den Einzelfässern von Elijah Craig. Die sind auch in der Range zwischen 60% und 68%. Und dieser Whisky, den ich hier habe, der ist mit 61,3% abgefüllt. Der muss so ungefähr aus dem Jahr 2016 oder 2017 stammen. Ja, und den habe ich hier im Glas. Und der verbirgt nicht, dass er wirklich Kraft hat. Das sagt er schon in der Nase. Denn das Erste, was man hier bekommt, ist wirklich Alkohol und alkoholische Schärfe. Da versteckt er sich überhaupt nicht. Der ist sehr präsent hier. Aber dahinter, und man muss wirklich vorsichtig sein beim Nosen, hat man auch schon sehr viel Süße und diesen typischen Bourbon-Geruch, der so breit in die Nase geht und sagt, hier bin ich. Am Mund dann, am Gaumen dann. Ja. Auch hier verbirgt er seine Stärke nicht. Allerdings muss ich sagen, im Antrinken ist sie noch nicht so merkbar wie dann später im Abgang. Und davor hat man also Bourbon pur, Süße, ein bisschen so Kaffeenoten, Toffee jede Menge, Vanille jede Menge. Das ist breit, dicht. Ist natürlich mit 63% nicht so einfach trinkbar, muss man dazu sagen. Aber ich würde Ihnen nicht empfehlen, da Wasser dazu zu geben, weil der geht so auch. Das ist kein Problem, den kann man wirklich gut so trinken. Schmeckt ausgezeichnet. Schwer zu bekommen, leider. Aber wenn Sie ihn bekommen können, wenn Sie sich vor so hohen Stärken nicht schrecken, dann unbedingt ein Tipp von mir, probieren. Mit Vorsicht, aber genießen. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und Lunch.